Kapitel 2, Totengräber am nächsten Morgen am Rande von Anduhal und damit ein kurzes Ahoi Ahoi. Was zum Teufel ist das? In diesem schlichten Behältnis könnt ihr die Überreste unseres Meisters transportieren. Könnt ihr die Überreste nicht einfach erwecken, wenn wir sie finden? Verzeihung, Lord. Aber ein Wesen mit Kel'Thuzads Macht kann nur in einem Nexus starker Ley-Energie wiedererweckt werden. Solche Orte gibt es in diesem Land nicht. Wohlan denn. Brechen wir auf. So, dann legen wir mal los. Wir lassen hier mal alle automatische Leichen einsammeln. Das ist nämlich eine unglaublich praktische, eine nützliche Fähigkeit. Endlich. Dann haben wir immer Futter für unsere Ghule parat. Das ist schon besser. Aber Moment, ich leg dir mal besser auf eine separate Taste. Frostmourne hat Hunger. Vorsicht. Endlich. So, dann machen das mal direkt die Fleischwagen hier. Nicht, dass dieses Türmchen uns gefährlich werden könnte. Was ist das diesmal? Ach, jetzt habe ich die versehentlich Holz hacken lassen. Ja, egal. Haben die halt ein paar Holzscheite, falls wir ein kleines Kaminfeuer anmachen wollen. Das ist schon besser. Endlich. Okay, die machen doch Splash-Damage, deswegen halten wir die mal besser außer Reichweite von unseren Melees. Vorsicht. So, sammelt die Leichen mal ein. Was ist das diesmal? Arthas, beendet diesen Wahnsinn, ehe es zu spät ist. Tretet beiseite, Bruder. Ich bin ein paar alte Gebeine holen gekommen und möchte nicht gestört werden. Erstmal schnell die Badass-Stimme anmachen. So, den Wachturm machen wir eben platt. Dann können wir auch mit unseren Milis dazukommen und Rambazamba machen. Dürfte dann ja kein Problem mehr sein. So, da haben wir deutlich mehr Gegenwind, nenne ich es mal. Was ist das diesmal? Frostmourne. So, dann beginnen wir das Ganze mit einem suffisanten Schuss aus unseren Katapulten. Und beenden das Ganze mit einem zünftigen Gemetzel. Jetzt werdet ihr leiden. Immer schön Fokusfeuer, einer nach dem anderen. Das ist schon besser. Mein Heal reingedrückt. Frostmourne! Niemand erteilt mir Befehle. Ja, dann spachtel doch mal eben direkt. So, und jetzt dürft ihr alle spachteln. Ja, nicht zu weit vorrollen. Lasst sie erstmal sich satt futtern. Dann könnt ihr gerne die Reste einsammeln. Liebe Fleischwagen. Ich fahr den Fleischwagen. Fleischwagen. Niemand erteilt meinen Wagen. So, Kadaver sind eingesammelt. Vorsicht. Unglaublich, dass wir euch je Bruder nannten. Ich wusste, es war ein Fehler, einen verzogenen Prinzen in unseren Orden aufzunehmen. Ihr habt die Silberhand zum Gespött gemacht. Also selbst schuld, wenn ihr so scheiße seid. So, jetzt habe ich endlich auch mal eine Rolle der Heilung. So, und da hinten ist auch schon der Friedhof. Das finde ich sehr gut. Was ist das diesmal? So, und die Leiche ist weg. Frostmourne hat Hunger. Und guck an. Da können wir gleich schon den guten Kel'Thuzad aufkratzen. Whee! Vorsicht. Und wisst ihr was? Während ihr hier am Zerstören seid, das kannst du ja mal eben rübergehen. Und dem endlich alten Homie mal Hallo sagen. Komm.
Kommt jetzt, Totenbeschwörer. Die Mächte, denen ihr einst dientet, brauchen euch wieder. Ich sagte doch, mein Tod bedeutet nichts. Verflucht. Höre ich jetzt Gespenster? Ich bin's, Kel'Thuzad. Ich habe mich nicht in euch getäuscht, Prinz Arthas. Ihr habt zu lange gebraucht. Diese Überreste sind stark verwest. Sie werden die Reise nach Kel'Thalas nie überstehen. Kel'Thalas? Ja, nur die Energien des Sonnenbrunnens der Hochelfen können Kel'Thuzad jetzt noch erwecken. Und was ist zu tun? Ihr müsst eine ganz spezielle Urne von den Paladinen stehlen. Legt die Überreste des Totenbeschwörers hinein und er wird gut für die Reise geschützt sein. Wie ihr wünscht. So, dann können wir auch endlich mal eine Basis aufbauen. So eine Nekropole. Ja, wo soll mein Blut vergossen werden? Dann wird die Goldmine direkt mal verhext. Und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal warten, bis wir untoten Boden haben. Weil nur die Nekropole kann auf freiem Boden gebaut werden. Niemand erteilt mir die Untoten müssen eine Goldmine verhexen, bevor der Akolyt mit dem Goldabbau beginnen kann. Ja, schon klar. Nur zu dienen. So, ihr holt schon mal ein bisschen Holz heran. Also ein bisschen ist gut. Bei so vielen Ghoulen wird das definitiv etwas mehr werden als nur ein bisschen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Euer Befehl, Meister. Eine Verseuchung entsteht, wenn untote Gebäude herbeigerufen werden. Gebäude können nur auf eine Verseuchung herbeigerufen werden. Die einzige Ausnahme hier macht die Nekropole. Ja, das weiß ich doch. Und wenn die gleich endlich fertig ist, dann können wir endlich anfangen, weitere Gebäude zu bauen und dann können wir endlich das ganze Holz wegbringen. Das ist irgendwie sehr verstörend, wenn das so komplett leise ist. Weil die Musik einfach mal aussetzt. Kann man das irgendwie in den Optionen anwerfen? Ja, cool. Wenn man die Lautstärke verändert, dann geht die Musik wieder an. Okay, muss ich mir für die Zukunft mal merken. Denn dann wird es nicht mehr so trist hier drin, von der Akustik her, wenn ich mal ein Sekündchen nicht sage. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Ich gehorche mit Freude zu dienen. Wenn verwundete, untote Einheiten auf einer Verseuchung stehen, werden sie schneller regeneriert. Wird ein Friedhof herbeigerufen, versorgt er die untote Armee mit frischen Kadavern. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die üblichen Startschwierigkeiten überwinden. Ich glaube, wenn die jetzt hier so lange Holz hacken, bis wir erstmal die Basis stehen haben, dann haben wir, glaube ich, echt genug Holz, um irgendwie alles fertig zu machen. Also, da waren wir jetzt schon jenseits der 1000. Ja, Meister. So. Pling! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, was ein Timing, beide gleichzeitig. So, in dieser Mission gibt es nur Ghule als Einheiten und natürlich diese Fleischwagen. Ghuls schlagen oftmals Holz für die untote Armee. Was heißt hier oftmals? Das sind die einzigen, die Holz schlagen. Das ist ja jetzt nicht so nach dem Motto, ja, ab und zu, wenn die Bock haben, dann holen die auch mal ein bisschen Holz für dich, ne? Deswegen, ne, gib denen immer gut zu essen, dann holen die Holz. Was ein Quatsch. Machen wir hier direkt das Upgrade fertig. Moment, den Altar muss ich auch noch bauen, ne? Nein, 3 Ziggurats nur. Okay, alles klar. Umso besser. Ich gehorche mit Freuden. Ach stimmt, dafür brauche ich erst den Friedhof, denn dann wird aus den Ziggurats noch direkt ein Verteidigungsgebäude, was um sich ballert, was ich sehr gut finde. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Oh, hey, wie kommen die denn hier rein? Niemand erteilt mir Befehle.
Aber ist kein Problem für uns. Was ist es diesmal? So, die können also auch von euch hier oben angreifen. Vorsicht. Ich wünsche nur zu dienen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, damit steht unser Stützpunkt. Wunderbar. Wir brauchen aber noch ein bisschen Defense. Ich weiß jetzt nicht, ob die nur von hier hinten kommen. Mein Schicksal ist besiegelt. Das sehen wir ja. Wir legen uns das mal auf die 4. Niemand erteilt mir Befehle. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier ein bisschen was Upgrade-mäßiges und fangen schon mal direkt an, weitere köstliche Ghoule auszubilden. Und du gehst wieder zur Goldmine, damit wir schneller an unser köstliches Erz kommen. Vorsicht. Arthas, du stehst ein bisschen im Weg und die Fleischfragen eigentlich auch, wenn man mal ehrlich ist. So, damit haben wir die Halle der Toten. Und das heißt wiederum, wir können ein Schlachthaus bauen. Whey! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Niemand erteilt mir Befehle. Aber machen wir erstmal hier noch ein. Hier unser Türmchen noch. Eins nach dem anderen. So, ich glaube wirklich, Holz habe ich jetzt mehr als genug. Endlich. Das ist schon besser. So, wegen bringt das einmal weg, dass ihr auch mit freien Händen kämpfen könnt. Und holztechnisch sind wir im Jahr 1998 angekommen. Whey! So, dann machst du sicher da nochmal einen hin. Ja, Meister. Mein Leben für so, und du darfst jetzt gleich, jetzt nämlich da ein Schlachthaus errichten. Euer Wille geschehe. Niemand erteilt mir Befehle. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal in diese Richtung. Ich wünsche nur zu dienen. Ach, hier stimmt, der muss ja noch ausgebaut werden. Was ist das diesmal? Das ist schon ach, besser. Okay, hier ist nur kleiner, aber feiner Creep. Zum Verklopfen. Ja, habt ihr dann jetzt mal euren Weg endlich gefunden, ihr Süßen? Sehr schön. Niemand erteilt mir Befehle. Noch einer. Dann hauen wir dem doch auch mal aufs Maul. Ja, bitte konzentrier dich am besten. Die Gläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ja, die Türme sind echt gut. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, was haben wir jetzt hier? Immer noch kein Gegenstand. Schade. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Na, das was wir jetzt finden? Willi der Buschmann, du bist es! Frostmourne hat Hunger. Was ist das diesmal? Okay, da muss ich jetzt einmal die Rolle zünden, auch wenn mir das nicht so sehr gefällt. Ah, endlich. Okay, der ging daneben. Niemand erteilt mir so, Befehle. Jetzt haben wir einen Energieanhänger für mehr Mana. Whee! Sprecht, war es das wirklich Kopf. Wert? Die Antwort lautet nein. Vorsicht. Ah, endlich. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, haben wir hier noch was? Nee. Okay, alles klar. Dann wieder zurück. Niemand Kommando kehrt. Erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. So, jetzt haben wir Wagen mit unendlich vielen Leichen gefüllt. Sprecht, Dummkopf. Ich würde sagen, wir belasten es erstmal bei dieser Truppenstärke, denn so kriegen wir noch mehr Gold. Was ist das diesmal? Vorsicht. Warte mal, komm, wir haben doch jetzt hier die ganzen Leichen. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. So, dann futtert euch da einfach mal satt. Und du sammelst eben wieder alles ein. Was ist das diesmal? Und wir können direkt los. Das finde ich doch schön. Gab es hier noch einen Weg? Nein. Sehr gut. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Und die Untoten kommen. Mimimi. Was? Ihr haut gar nicht ab. Was stimmt denn nicht mit euch? Oh. Ihr seid selbst eures Vaters namensunwürdig.
Mir ist unbegreiflich, wie Uther für euch eintreten konnte. Ihr habt ihm seine Ehre genommen, als ihr eure über Bord geworfen habt. Ihr verdient einen grausamen Tod. Das ist schon besser. So, schnell mal alles heilen. Und wir verbessern mal unsere Aura. Mist, wieder gepennt. Ach komm, wisst ihr was? Egal, wir hauen jetzt einfach ganz viele Truppen rein. Zack. Niemand erteilt mir Befehle. Ach, der gute Ballador. Für den Lichtkönig. Ah, das war leider zu spät wieder. Oh, super. Niemand erteilt mir Befehle. Das ist schon besser. Vorsicht. Endlich. So, könnt ihr dann jetzt einmal bitte fertig werden hier? Danke. Oh, ein großer Heiltrank. Ja gut, komm, der ist zumindest besser als der kleine Heiltrank, deswegen nehmen wir den mal mit. Und ihr, liebe Gude, dürft mal nach Herzenslust schmausen und futtern. Sehr schön, die futtern, die bleiben stehen. Das ist mir noch nicht so wirklich bewusst aufgefallen, sagen wir mal. Was ist das diesmal? Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. So. Mehr Ghule. Aber Fleischwagen brauchen wir, glaube ich, keine mehr, ne? Vorsicht. Ich meine, wenn wir unsere Ghule-Armee hier haben, das reicht eigentlich so an Trüppchen. Sprecht, Dummkopf. So, hat noch jemand Hunger? Noch jemand was futtern? Wie bei Mutter? Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Ach, guck an, da ist direkt der Ritter aus Leidenschaft. Sprecht, Dummkopf. Und wir schauen mal schnell, ob hier in den Kisten noch irgendwas drin ist. Nö, anscheinend nicht. Vorsicht. Ist es diesmal? Endlich. So, komm, dann machen wir dich auch noch schnell platt. Jetzt, Frostmoon. Und es werden wieder Kisten durchforstet. Endlose Pein wird euch erwarten. Oh, ein Mana-Trank. Das ist doch mal eine willkommene Abwechslung. Den ziehen wir uns gerne mal rein und wir sorgen wieder für ein bisschen Musik. So. Ah, endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Hm, da hat jemand eine Brücke kaputt gemacht. Das ist Pech. Niemand erteilt mir Befehle. Was liegt an? Vorsicht. Was macht? Was ist das? Oh, da ist der Nächste. Niemand erteilt. Möge das Licht euch gnädig sein. Au, der tat weh. Er hätte ohne zu zögern sein Leben für euch gegeben. Und so danke ihm seine Treue. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Na komm, drücken wir uns mal einen Heiltrank rein. Wir haben es ja. Ihr hört mal bitte auf zu schießen, denn das ist eher kontraproduktiv. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Na komm. Keulen wir dich auch mal eine Runde. Handschuhe der Hass. Na guck, das ist doch mal was viel Erfreulicheres, als einfach mal immer nur 1000 Heiltränke zu kriegen. Was ist das diesmal? So, da können wieder unsere Fleischwagen zum Einsatz kommen. Das ist doch sehr schön. Sprecht, Dummkopf. So, und jetzt bitte ein bisschen besser den Weg finden. Dann wird's auch was mit dem Angriff, ihr Süßen. Hoch! Dummkopf. Da geht der nächste down. Ach, so ist das doch herrlich. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, wobei, ich lasse die Fleischwagen direkt mal vorpreschen.
Was? Ich produziere keine mehr? Das kann ja jetzt auch nicht sein, oder? Oh, aber ich bin gleich am Einheitenlimit. Das ist natürlich weniger gut. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Meister, niemand erteilt mir Befehle. Was ist das diesmal? Was keine Leiche in der Leere ist, sondern Leiche. Dann snackt ihr doch mal ganz köstlich. Komm, wir zoomen dafür ganz daran. Darf ich vorstellen, der kleine Hunger. Vorsicht. Errichtet mehr Ziggurats. Ja, ich weiß es doch. Was ist das diesmal? So, und wenn ich mich nicht... Oh, wir gucken erstmal, ob hier noch irgendwas in den Kisten ist. Für den Lichtkönig. Das ist schon und wir dürfen jetzt gleich auf einen alten Bekannten treffen. Vorsicht. Der Jutta. Euer Vater hat dieses Land 70 Jahre regiert und ihr habt es innerhalb von Tagen ruiniert. Wie dramatisch, Uta. Gebt mir die Urne und ich gewähre euch einen raschen Tod. In der Urne ist die Asche eures Vaters, Arthas. Wollt ihr sie ein letztes Mal schänden, ehe ihr sein Königreich dem Verfall überlasst? Ich wusste nicht, was darin ist. Ist ja auch einerlei. Ich nehme mir so oder so, was ich will. So, dann dürfen niemand wir mal die Jutta Buttermilch schauen. Vorsicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Sprecht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Also nicht wundern, dass ich mir jetzt hier nicht so die größte Mühe gebe, jede Einheit am Leben zu halten, aber... Ja komm, ich dürfte gerne mitballern, dann geht's ein bisschen schneller, auch wenn ich damit unsere eigenen Gute beschädige, aber... Ja, lass die Pferde auferstehen und da geht er down. Ich hoffe, dass die Hölle ein spezielles Plätzchen für euch reserviert hat, Arthas. Das erfahren wir vielleicht nie, Uta. Ich habe vor, ewig zu leben. Bam! Das ist schon so, dann schnappen wir uns mal die Urne. Vorsicht! Schwing! Und sprechen wir wären durch mit der Nummer. Whee! Oder geht's noch weiter? Ausgezeichnete Arbeit. Nun kann eure Reise nach Kel'Thalas beginnen. Sagt ihm nichts. Nur ihr könnt mich hören. Man kann den Schrecken des Lords nicht trauen. Sie sind die Wächter des Lichtkönigs. Ich sage euch alles, wenn ich wieder auf Erden wandle. So, ihr Lieben, das war's. Ein weiterer Sieg für die untote Geißel. So, leider sind wir auch diesmal nicht Erster geworden, was einzig und allein an Jutta Buttermilch liegt. Egal. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Mission. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.